Was wäre, wenn deine Arbeitskollegin die ganze Zeit darauf wartet, dass du sie auf ein Date einlädst? Dass du mit ihr flirtest, sie zum Lachen bringst und sie auf dem Treffen von dir geküsst werden will? Und wenn dieses unangenehme, verkrampfte Gefühl, dass du dich nicht bewegen kannst und kein Wort rauskriegst, weil du nicht weißt, was du sagen sollst, nie wieder passiert. In diesem Video werde ich dich mutig machen. Du wirst schnell verstehen, dass das aber eine absolute Schwachsinnsaussage ist. Weil keiner dich mutig machen kann, wenn du schon längst alle Zutaten für Mut in dir hast. Aber okay, gehen wir mal vom negativen Szenario aus. Blick in den Spiegel. Schau dich an und stell dir die Frage, bin ich stolz auf mich? Wenn du in allen Belangen sagst, ja, dann nutz diese Energie und geh auf sie zu. Aber dann würden wir uns hier nicht in diesem Video sehen. Wenn du aber sagst, nee, so stolz bin ich jetzt nicht auf mich, dann nimm die folgenden zwei Aussagen einmal als These an. Erstens, heute ist ein neuer Tag. Jeder Tag ist eine neue Chance. Deine Vergangenheit bestimmt nicht die Zukunft. Alle 7 Jahre verändern sich alle Zellen in unserem Körper. Du bist schon lange nicht mehr der Mann, der damals von Claudia oder Melanie oder Sandra nicht akzeptiert, nicht geliebt und abgestoßen wurde. Der bist du nicht mehr. Du bist ein Mann geworden. Du bist erwachsen, du bist reifer, du bist attraktiver, du bist auf deiner Reise, du bist hier. Also, ohne Scheiß, mein Applaus. Du willst es besser machen. Allein dafür mein Respekt. Du kannst stolz auf dich sein. Ehrlich, denn wer hat schon die Eier in der Hose, sich eine Schwäche einzugestehen? Ich sag's immer wieder, Männer mit Herz, die ihre Verletzlichkeit eingestehen können, sind die mutigsten von allen. Zweitens, es gibt nur 2 Sorten Schmerz auf dieser Welt. Wenn du in der Vergangenheit nicht zu deinen Bedürfnissen gestanden hast, wenn du dieser wunderschönen Frau nicht Hallo gesagt hast und ein Gespräch mit ihr begonnen hast, weil du dich nicht getraut hast, dann realisier, dass du nicht Opfer deiner Gefühle bist, sondern dass du eine bewusste Entscheidung getroffen hast. Wir sind in Kontrolle. Du bist in Kontrolle von dem, was passiert, mein Lieber. Und die Entscheidung, die du damals und damals und damals getroffen hast, war für den Schmerz der Reue. Es gibt nämlich nur 2 Sorten Schmerz auf dieser Welt. Der Schmerz des Erleidens und der Schmerz des Bereuens. Und wenn du jetzt nicht stolz auf dich bist, wenn du dich selber anschaust, dann weil du dich für den Schmerz des Bereuens entschieden hast. Und du hast allen Grund dazu. Das war eine schlechte Entscheidung. Das will ich dir nicht wegnehmen. Ja, das hättest du besser machen sollen. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Es ist passiert. Heute ist ein neuer Tag. Du weißt jetzt, dass du dich entscheiden kannst. Du hast die Macht dazu, nächstes Mal zu sagen, du, für mich sind wir 2 aber nicht nur Freunde. Und dann ist der Tag danach wieder ein neuer Tag. Und wieder ein neuer Tag. Und mit jedem Tag wirst du in die Gewohnheit kommen, immer wieder dich für den Schmerz des Erleidens zu entscheiden. Denn den Schmerz der Reue, auf den haben wir keinen Bock mehr. Oder? Und wenn du in so einer Situation steckst, in der du weißt, dass dein Mut gefragt ist und du zweifelst an dir und du verteufelst wieder dich selber und die ganze Welt, dann frag dich in diesem Moment, will ich lieber den kurzen, unangenehmen Schmerz des Erleidens oder den ekligen, lang andauernden Schmerz des Bereuens? Es ist schockierend, aber das hier ist Jonas. Und Jonas hat vor ein paar Wochen mit diesem Leitfaden, den wir ihm gegeben haben, endlich keinen Bock mehr auf das Bereuen gehabt. Und dann hat er mit seiner Arbeitskollegin geflirtet und Folgendes ist passiert. Es wurde interessant. Ich habe ja meine Kollegin kennengelernt. Sie war im Kaffee bei mir gewesen. Wir haben uns geküsst und danach hat sie mich schon so Andeutungen machend zu sich nach Hause eingeladen ist. Und passiert, wir hatten Sex, das erste Mal seit langem. Aber damit hört die Geschichte nicht auf, denn Jonas hat sich geschworen, nie wieder den Schmerz der Reue tragen zu müssen. Und deswegen steht er auch weiterhin vor dieser Frau, die er mag, zu seinen Bedürfnissen. Ich habe ja auch offen und ehrlich gesagt, dass ich das hier mache, dass ich dieses Coaching mache. Und ich habe ja auch klipp und klar zu verstecken gegeben, dass ich das auch durchziehen werde. Und da ist es mir scheißegal, was für Challenges kommen, wenn ich jetzt in einer Woche Komplimente geben muss und in einer anderen Woche Nummern abgrasen, dann ist das so, dann muss ich das so akzeptieren. Ich tue das für mich, für keinen anderen sonst. Und ich schmeiße das Geld, das ich hierfür investiert habe, definitiv nicht aus dem Fenster raus. Das hat sie auch eingesehen. Und hat tatsächlich auch gemeint, dass sie darauf sehr stolz ist, dass ich einfach mein Ding durchziehe, egal was andere sagen. Wäre das nicht geil, einer Frau so ehrlich zu sagen, was du willst und keine Kompromisse einzugehen, wenn du weißt, dass es gegen deine Werte spricht, wenn du weißt, dass da noch mehr draußen ist und du noch weiter wachsen kannst, mehr Erfahrungen sammeln kannst und so ganz sicher die richtige finden wirst? Denn das machen wir seit fucking 10 Jahren. All diese Männer haben schon ihre Partnerin gefunden und nicht, weil sie sich verstellt haben, weil sie so tun, als wäre sie jemand, von dem sie wissen, dass sie dieser Mann nicht sein wollen, sondern eben, weil sie gelernt haben, wie sie selber alles aus sich herausholen dürfen, was schon immer da war und Teil ihrer Persönlichkeit ist.
authentisch, mit Herz, ohne langweiligen Smalltalk oder irgendetwas, was du nicht willst. Und der beste Tipp, den du hier und jetzt von mir bekommen wirst, ist folgender. Der Schmerz des Erleidens, der muss nicht lang andauern. Du brauchst nur 10 Sekunden länger mutig sein als die anderen, die sich überhaupt nichts trauen. Nur 10 Sekunden machen manchmal den ganzen Unterschied. Du brauchst nie wieder zu bereuen, dass du nicht auf sie zugegangen bist. Du brauchst nie wieder bereuen, dass du sie nicht geküsst hast. Verführung ist keine Strategie, wo du von A bis Z alles richtig machen musst. Nein, Verführung ist wunderschön. Es schreibt sich wie von alleine. Und dafür sind 2 Menschen nötig. Und alles, wo du ins Spiel kommst, sind diese kleinen Momente, diese kleinen Schicksalsmomente, in denen du dich entscheiden darfst, nie wieder zu bereuen. Und verdammt nochmal, wenn sie dich dann mit diesen großen Augen anlächelt, sich vorlehnt und darauf wartet und du es spürst, dass sie von dir geküsst werden möchte, dann lohnt sich diese ganze Reise. Und wenn du eine Analyse bekommen möchtest, welche attraktiven Eigenschaften schon längst in dir stecken, dann gebe ich sie dir gerne. Hier.